Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir treffen uns heute das letzte Mal zu den Bamberger Buchgeschichten, virtuelle Einblicke in die historischen Sammlungen der Staatsbibliothek Bamberg. Eine Reihe, die in diesem Wintersemester veranstaltet wurde von der Staatsbibliothek Bamberg in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Volkshochschule Bamberg-Stadt sowie dem Colloquium Historicum Vispergensis und dem Historischen Verein Bamberg. Ich sage deswegen, dass wir uns heute das letzte Mal treffen, weil der Vortrag von Dr. Karl-Heiner Südekum, die mittelalterlichen Viten des heiligen Otto, am nächsten Dienstag, 6. Februar um 19 Uhr verschoben wird. Wir werden uns melden, ob es uns gelingt, ihn noch im Sommer zu senden. Sonst werden wir ihn auf jeden Fall im Winter einplanen. Dazu geben wir noch Bescheid. Aber heute darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Online-Vortrag zum Leben und Wirken des Bamberger Johann Lukas Schönlein und der Geburt der modernen Medizin. Und dazu begrüße ich sehr, sehr herzlich Professor Dr. Bernhard Manger hier auf dem Zoom links von mir. Herzlich willkommen, lieber Herr Manger. Johann Lukas Schönlein ist auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiet der wohl berühmteste Sohn Bambergs. Er gilt als derjenige, der im 19. Jahrhundert der klinischen Medizin in Deutschland zum Durchbruch verhalf. Geboren ist er in Bamberg am 30. November 1793. Er war Sohn eines Seilermeisters und lehrte im Laufe seines Lebens als Professor für Pathologie und Therapie an den Universitäten in Würzburg, Zürich und Berlin. Nur wenige Aspekte seines Lebens konnten bisher vollständig rekonstruiert werden, weil große Teile seiner handschriftlichen Korrespondenz als im Zweiten Weltkrieg verloren galten. 2017 im Sommer wurden auf einem Erlanger Dachboden ein großes Konvolut von Briefen entdeckt, ein Briefnachlass von Schönlein. Und aufgrund dieser Erschließung können heute zahlreiche Details aus dem Leben von Schönlein neu beleuchtet werden. Über 1000 Briefe und fast 18 Schönlein-Autographen erlauben unerwartete Einblicke in das Leben des großen Bamberger Arztes, der durch seine innovative Art zu lehren die Grundlagen für unaufhaltsamen Aufstieg der deutschen Medizin im 19. Jahrhundert schuf. Aber auch bei den entscheidenden Ereignissen der Demokratiegeschichte, wie dem Frankfurter Wachensturm, dem Zürichputsch und der Berliner Märzrevolution, war Schönlein unmittelbar beteiligt. Unser Redner heute ist Professor Dr. Med. Bernhard Manger. Er hat mit Hilfe der jetzt wieder verfügbaren Quellen rechtzeitig zu Schönleins 230. Geburtstag im letzten Jahr eine Biografie verfasst, die auch käuflich zu erwerben ist und die als die erste umfassende Biografie über diesen außergewöhnlichen Arzt und Menschen und für uns auch und Bamberger gelten muss. Professor Dr. Med. Bernhard Manger ist, wie das Med vermuten lässt, Facharzt für innere Medizin. Sein Forschungsschwerpunkt ist Pathogenese, Diagnostik und Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankungen und er interessiert sich auch für seltene immunologische Erkrankungen. Seit vielen Jahren ist er Stellvertreter des Klinikdirektors der 3. Medizinischen Klinik der Universität Erlangen und er ist C3-Professor für innere Medizin Rheumatologie an der Universität Erlangen. Lieber Herr Manger, vielen Dank, dass Sie zu uns in den Zoom gekommen sind mit Ihrem neuen Buch. Wir sind gespannt und freuen uns, was Sie uns zu berichten haben. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einführung, Frau Scherbaum, und für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Sieht man meine Folie schon? Ja, okay, dann können wir gleich loslegen. Also auch von mir schönen guten Abend, alle interessierten Damen und Herren. Das Bild, was Sie hier sehen auf der Eingangsfolie, das kennt natürlich jeder Bamberger. Das ist der Schönleinsplatz und die Statue, die da steht, vom
größten Sohn der Stadt, zumindest auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiet. Das kann man sicherlich ohne Übertreibung sagen. Als ich in Bamberg aufgewachsen bin und hier drüber geradelt bin und zur Schule gegangen bin, war mir das natürlich nicht klar. Der Platz war jedem ein Begriff, aber welche Person sich dahinter verbirgt, das wussten die meisten nicht. Und als ich dann später im Medizinstudium mit einer Krankheit konfrontiert wurde, die seinen Namen trägt, die Purpura Schönlein-Henoch, auf die wir noch kommen werden, habe ich auch lange nicht begriffen, dass es sich hier um die gleiche Person handelt. Und so selten ist der Name Schönlein im Fränkischen ja auch nicht. Sodass hier auch mir der Zusammenhang erst sehr spät aufging. Hier nochmal die Rahmendaten zu Schönlein. Wie Frau Scherbaum gerade schon sagte, 1793 in Bamberg geboren, in einer einfachen Handwerkerfamilie, hat dann studiert in Landshut und in Würzburg, war dort dann auch als Professor tätig, 13 Jahre lang, bevor er Würzburg verlassen musste, dazu komme ich auch später noch, war dann an der neu gegründeten Eidgenössischen Hochschule in Zürich der erste Medizinprofessor an dieser neuen Hochschule, bis er auch dort wieder unter dramatischen Umständen seine Koffer packen musste. Und dann hat er 20 Jahre lang an der Charité in Berlin gewirkt und war dort Hochschullehrer und Leiter der medizinischen Klinik an der Charité. Und seinen Lebensabend hat er dann wieder in Bamberg verbracht, weil er Zeit seines Lebens eben einfach immer einen guten Kontakt zu seinen Freunden und zu seiner Familie in Bamberg gehalten hat. Ja, das ist, auf der linken Seite sehen Sie verschiedene Bilder aus verschiedenen Lebensphasen, Berlin und dann als Rentner in Bamberg. Warum ist denn das so, dass wir so wenig über Schönlein wissen oder er so wenig präsent war? Das hat sich in den letzten Jahren einiges geändert, auch durch die Tätigkeit des Ärztlichen Kreisverbands, Herrn Knoblauch und Herrn Seitz, die da sehr aktiv waren. Aber vor 20, 30 Jahren war das noch ganz anders. Man kannte ihn einfach wenig, auch in Ärztekreisen nicht. Das liegt hauptsächlich daran, dass er sehr wenig publiziert hat. Medizinhistoriker nannten ihn einen der schreibfaulsten großen Ärzte der Geschichte. Einer sagte, er hatte eine unüberwindliche Abneigung gegen die Verwendung von Tinte als Vorbereitung für den Gebrauch von Druckerschwärze. Außer seiner Doktorarbeit existieren für Schönlein tatsächlich nur zwei Veröffentlichungen. Und das hier auf der linken Seite, das ist eine davon. Ja? Das ist nicht ein Teil davon, sondern das ist eine davon. Das ist die ganze Veröffentlichung. Und die zweite war auch nicht viel länger. Daher ist es eben so wichtig gewesen, dass im Jahr 2017 auf dem Erlanger Dachboden ein großer Teil seines handschriftlichen Nachlasses aufgetaucht ist, und zwar hauptsächlich Briefe an ihn. Hier links sehen Sie die Originalkisten, eine Ausstellung, die wir in Erlangen gemacht haben. Das waren die Originalklatten und Kisten, in denen diese 1300 Dokumente aufbewahrt waren. Fast 1000 Briefe an Schönlein, aber auch über 70 von ihm geschriebene Schriftstücke und dann noch einiges andere an Urkunden und Dokumenten und Briefe von Dritten und so weiter. Ein völlig ungeordnetes Konvolut mit teils sehr schwer lesbaren Handschriften. All das dachte man, wäre verloren gegangen im Zweiten Weltkrieg. Aber der Würzburger Mikrobiologe Maximilian Knorr hatte dieses Konvolut an sich genommen und hat es nach dem Krieg an seine neue Wirkungsstätte nach Erlangen mitgenommen. Und als er dort dann 1985 starb, wanderte das auf dem Dachboden und lag da für knapp 30 Jahre, bis es wiederentdeckt wurde.
Was haben wir gemacht? Zusammen mit dem Institut für Medizin, Geschichte und Ethik an der Universität in Erlangen, unter der Leitung von Herrn Professor Dross, Frau Professor Widern-Sterzl und auch freie Mitarbeiter, haben wir das Ganze erstmal ausgestellt. Das war diese Ausstellung, von der das Bild links stammt, der Schatz auf dem Erlanger Dachboden. Das war im Jahr 2018. Und dann haben wir angefangen zu sortieren. Ja, also hier sehen Sie 1321 Schriftstücke, davon knapp 1000 Briefe an Johann Lukas Schönlein von gekrönten Häuptern, von anderen Forschern, von hochgestellten Patienten. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Diese Briefe haben wir alle tabellarisch erfasst, nach Datum und Korrespondent und inhaltlich gesichtet. Teilweise oder zum allergrößten Teil konnten wir den Absender identifizieren und ein Register wurde bereits erstellt und die meisten Briefe zumindest in erster Fassung auch gelesen. Und wenn man sich das dann anschaut, diese Verteilung des Briefkonvoluts, dann sehen Sie hier die Jahreszahlen in dem oberen Bild. Sie sehen, dass ums Jahr 1830 und ums Jahr 1839 jeweils ein Peak sich ergeben hat. Das sind einfach die Jahre, wo er von Würzburg nach Zürich gewechselt ist. Und hier, als er von Zürich nach Berlin gewechselt ist, da waren einfach die meiste Korrespondenz fiel da in diesen Jahren an. Wenn man inhaltlich guckt, was teilweise etwas schwierig ist, weil manche Briefe eben sowohl privaten als auch wissenschaftlichen Charakters war, wenn er sich mit Freunden ausgetauscht hat. Aber wenn man es einigermaßen versucht einzuteilen, dann sieht man, dass 25% rein privaten Charakters waren, 28% ärztlichen Charakters, wo er also direkt mit Patienten korrespondiert hat, und knapp 40% wissenschaftliche Korrespondenz mit anderen Fachkollegen. Institutionelle Korrespondenz waren etwa 10%. Ja, sehen Sie hier Briefe nach Würzburg, nach Zürich, nach Berlin geschickt. Das sind nur eine kleine Auswahl. Ja, und dann hatte ich jetzt eben die letzten 3 Jahre ungefähr eine Pandemie lang Zeit, aus diesen Erkenntnissen und aus diesen Briefen eine oder die erste Biografie von Schönlein zu verfassen. Hier sehen Sie das Cover von dem Buch, eine fast 500 Seiten sind es geworden, im Springer Verlag erschienen. Also wenn Sie Interesse haben, kann man ganz einfach bestellen über jeden Buchhandel und auch über jeden Online-Versand. Ja, und aus diesem Buch möchte ich Ihnen nun eben einige Aspekte dieses interessanten Mannes vorstellen. Zunächst als Privatmann, als Naturforscher, das ist wohl der wichtigste und größte Teil, seine Karriere als Hochschullehrer und Arzt und zum Schluss auch noch als Homo Politicus, also als wir im in dieser spannenden Zeit des Vormärz im der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit diesen ganzen politischen Aufbruchbewegungen interagiert hat und wie er da involviert war. Ja, fangen wir an mit Johann Lukas Schönlein als Privatmann. Aufgewachsen ist er hier. Das ist die Königstraße in Bamberg, ein altes Bild. Damals hieß es noch Steinweg. Das schmale Haus hier mit den zwei Fenstern. Das war sein Elternhaus. Da war unten auch die Seilerwerkstatt drin. Hier die Adelapotheke, ein paar Häuser weiter. Da war sein Freund, der ihn auch über lange Zeit begleitet hat, stammte aus der Adelapotheke. Und beide sind sie in Bamberg gemeinsam aufgewachsen. Die Mutter, Margareta Hümmer, geborene Hümmer, Margareta Schönlein, stammte aus einer Müllerfamilie.
Der Vater hatte die Brudermühle in Bamberg, die dann aber durch einen Brand zerstört wurde. Und dann zog der Vater, also der Vater von Margareta, zog dann nach Lohndorf und ging aufs Land. Und dort hat Schönlein dann auch öfter seine Ferien verbracht. Da kommen wir gleich noch dazu. Der erste erhaltene Brief des 18-jährigen Studenten Johannes, den er an seine Mutter schickt aus Landshut, da schreibt er gleich: Ich bitte Sie doch bei der Freundschaft für mich eine Kollekte zu machen, denn jetzt in der Fasching habe ich auch keinen einzigen Heller und kann nicht zum Hause hinaus. Also er wurde kurz gehalten, das Geld saß nicht so locker in der Familie und die Mutter musste dann noch was zuschießen, damit er auch den Fasching genießen konnte. Ja, das ist die Lohndorfer Mühle, die noch steht und die kennen wahrscheinlich der eine oder andere. Hier verbracht er seine Ferien und das hat auch ganz wichtig seine naturwissenschaftliche Arbeitsweise und seine Liebe zur Natur geprägt. Kommen wir noch drauf. Das ist dann ein Bild aus Würzburg. In Würzburg hat er studiert und dann seine erste Anstellung gehabt an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Und dann hat er Therese Häfner geheiratet. Therese Häfner kam aus guten, gutbürgerlichen Kreisen. Die ganze Familie waren Juristen. Der Vater von Therese war ein Regierungsrat. Also er hat da in die besseren Würzburger Kreise eingeheiratet. Und gewohnt haben sie hier in diesem Haus ganz rechts auf dem Bild. Und das war genau gegenüber vom Eingang zur Universität. Das war der alte Eingang zur Universität in Würzburg. Da hat er 12 Jahre lang gelebt. Therese Häfner schreibt in einem Brief, der auch erhalten ist, an ihre Schwiegermutter, an ihre zukünftige: Ich sehe ihn täglich, bedarf es da noch des Zusatzes, dass er mir täglich lieber wird, dass ich ihn umso höher achte, je besser ich ihn kenne. Und dann nochmal ein bisschen später: Immer näher kommt der Tag, der mich ihrem lieben Sohn unauflöslich verbinden wird. Es war nach allem, was man weiß, eine sehr glückliche Ehe. Und die Therese Häfner oder dann Therese Schönlein war durchaus auf Augenhöhe mit ihrem Mann. Die hat natürlich als Gattin des Professors im 19. Jahrhundert den Haushalt organisiert. Aber sie hat ihm in ihren Briefen durchaus auch schon deutlich mal ihre Meinung gesagt und meistens ging es um seine Schreibfaulheit. Die Hochzeitsreise, auch ganz klassisch, ging nach Venedig und da gibt es schöne Aufzeichnungen von Therese über diese Reise, die auch in dem Brief Konvolut zu finden war, über 30 Seiten, wo sie das beschreibt und dann beschreibt sie eben dieses klassische Touristenmotiv, das sie aus ihrem Hotelzimmer sieht. Rechts schließt der prachtvolle Tempel Santa Maria de Salute, das Tableau, in dessen Mitte gerade mir gegenüber über der Dogana del Mare die wandelbarste aller Göttinnen auf ihrer Kugel thront. Das ist die Göttin Fortuna, die wandelbarste, die sich auch dreht auf dieser Kugel. Und sie zeigt mir wirklich heute das Antlitz, die Launenhafte. Doch indem ich das Fernglas nach ihr richte, bewegt sie sich nach der Seite. Meinetwegen drehe dich immerhin, wenn nur ein Herz sich nicht wendet. Das war ja die Hochzeitsreise. Das sind die drei Kinder, die aus der Verbindung entstanden sind. In Würzburg geboren Eta, in Zürich dann geboren der Stammhalter, Sohn Philipp. Und Cäcilie wieder in Würzburg geboren, einfach deswegen, weil die Mutter ihre Mutter besucht hat in Würzburg und dann aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft nicht mehr rechtzeitig zurückgereist ist, sodass Cäcilie dann in Würzburg auf die Welt kam. Was man bisher nicht wusste, was sich jetzt auch erst durch unseren Brieffund ergeben hat, ist, dass es noch ein viertes Kind gab. Und zwar schrieb 1832 Therese Schönlein an ihre Schwiegermutter Margareta: Leider wird Ihnen mein heutiger Brief keine frohe Stunde bereiten. Dass der fürchterliche blaue Husten bei uns eingekehrt ist, sagt Ihnen mein letztes Schreiben. Dass es mit Eta besser ging, teilte ich Ihnen auch mit. Aber leider war dies bei Anna, der zweiten Tochter, nicht der Fall. Das zarte Kind
war der Krankheit nicht gewachsen. Am verflossenen Sonntag befiel sie plötzlich eine große Schwäche. Und ich muss es Ihnen ja doch einmal sagen, gestern Mittag um 23:30 hat sie der liebe Gott wieder zu sich genommen. Ihr Tod war sanft wie der Schlaf eines Engels und ihre irdische Hülle trägt ordentlich noch den Abglanz der himmlischen Seligkeit. Ich sage Ihnen weiter nichts über unseren Schmerz. Ihren Sohn kennen Sie. Er erträgt... Entschuldigung. Er erträgt den Schmerz seines Herzens mit der Standhaftigkeit und Ergebung des Christen. Ach, er hatte die Kleine so unendlich geliebt. Und wenn man dann im Diözesanarchiv in Würzburg nachsucht und weiß, wo man gucken muss, dann findet man tatsächlich den Eintrag von Anna Schönlein, die an Lungenlähmung im Alter von 2 Jahren und 2 Monaten verstorben ist. Kommen wir zum zweiten Aspekt. Schönlein als Naturforscher. Ich sagte bereits, er war da öfter in der Mühle in Lohndorf in den Ferien und hat dort ausgedehnte Spaziergänge mit einem seiner Lehrer gemacht, aber auch mit seinem Patenonkel. Und Sie wissen, hinter Lohndorf geht es dann direkt in den fränkischen Jura. Und später hat Wölkhoff das dann so geschildert, da lag der fränkische Garten vor ihm ausgebreitet. Da gab es Berge mit wunderbaren Versteinerungen, Wiesen und Täler mit den seltensten Pflanzen. Und das ist eine zeitgenössische Darstellung aus einem Werk aus der Staatsbibliothek, die Kalkfelsen in der fränkischen Schweiz sehr schön darstellt. Und da hat er auch Versteinerungen gesammelt. Und zwar hat er sich insbesondere interessiert für fossile Pflanzen, nicht so sehr für versteinerte Muscheln und Tiere, sondern Pflanzen aus dem Keuper, die er dann hauptsächlich in Würzburg gesammelt hat. Und diese hat er zeichnen lassen und diese sind nach seinem Tod von dem Paläobiologen August Schenk herausgegeben worden. Diese Abbildungen hatten seine Töchter dann zur Verfügung gestellt. Ein wunderschönes, bebildertes Werk über die versteinerten Pflanzen aus der Keuperzeit. Aber auch für weiter entfernte Gegenden hat er sich immer interessiert. Der erste Brief in unserem Konvolut, wo das klar wird, ist von Martius. Martius war ein Erlanger, der mit Bernhard von Spix, dem Höchstädter, den Amazonas bereist hat und Südamerika bereist hat. Der war ein Biologe, dann auch Gründer des Botanischen Gartens in München. Und Martius hat an Schönlein einen Brief geschrieben, wo er ihm verschiedene Heilpflanzen schickt, auf die er ihn aufmerksam machen wollte, ob da eventuell Potenzial für die Anwendung in größerem Maße auch bei Erkrankungen in Europa in Frage käme. Dann hat Schönlein eine ganze Reihe von seinen Studenten nach Südamerika und nach Südostasien geschickt. Das waren alles Besitzungen der Holländer in Westindien und in Ostindien. Und viele seiner Schüler sind in den ostindischen Dienst der Holländer eingetreten und haben ihn dann versorgt mit Präparaten, mit ausgestopften Vögeln, mit auf Spiritus gezogenen Präparaten, mit Insektensammlungen. Das belegen zahlreiche Briefe, die seine Schüler dann in dieser Zeit an ihn geschrieben haben. Später dann hat er dann auch noch mit Kollegen korrespondiert, die in Süd- und Nordamerika unterwegs waren. Und dann hat er immer wieder versucht, auch Leute nach Angola und Mosambik zu schicken von seinen Schülern. Aber da ist vieles schiefgegangen. Das können Sie alles in meinem Buch auch genau nachlesen, wenn Sie Interesse haben. Wie das ablief, kann man hier zum Beispiel sehen. Zum Beispiel schreibt Herr Besel aus Sulawesi, dass Celebes hieß es damals, heute heißt Sulawesi, der schreibt, unter dieser Zeit kaufte ich Säugtiere, Amphibien und Fische auf, was ich nur so bekommen konnte. Erstere stopfte ich selber aus und letztere wurden größtenteils ihrem Verlangen gemäß in Spiritus gelegt. Den Ankauf selbst werden sie nicht teuer finden, allein was die Sache wieder sehr verteuerte, war der viele Arak, der nötig war. Oder aus Suriname, aus Im Norden Südamerikas schreibt Franz Feuchter,
24 der schönsten Kolibris, 68 Vögel mittlerer Sorte, 27 große Vögel. Der größte ist selbst den Ureinwohnern fremd. Einige Früchte, worunter die große Rote von außerordentlich gutem Geschmack. Einige Faultiere, ungefähr 50 Schlangen, eine Beutelratte mit zwei Jungen, ein Ameisenfresser, einige Kröten, mehrere Affen, Kaiman, Eidechsen, eine Klapperschlange, eine Popper- oder Abgottschlange. Und aus Java ein Brief von wieder einem anderen Schüler, der schreibt von der Nordostküste Borneos einen Orang-Utan und ein Exemplar von Chimia nastia, das ist der Nasenaffe, nebst einigen Vögeln und Insekten auf Spiritus, welche ich Ihnen hier eben übersende. Was hat er damit gemacht, Schönlein? Er hat die Holothurien, die Seegurken, die ein Exportschlager aus Indonesien waren, weil die Chinesen diese Seegurken gegessen haben. Das waren also 2 Meter lange Exemplare hier. Andere fanden das nicht so gut zu essen. Die haben gesagt, die schauen aus wie Sausages, which have been rolled up in the mud and then thrown up in the chimney. Aber was macht der Schönlein damit? Er hat die wissenschaftlich ausgewertet. Zum Beispiel hier eine Doktorarbeit aus Zürich von einem seiner Schüler, Wilhelm Friedrich Jäger, der seine Doktorarbeit über die Seegurken, die Holothurien abgefasst hat und diese wissenschaftlich klassifiziert und bearbeitet hat. Und so war seine Arbeitsweise und dann hat er die verteilt in die verschiedenen Kabinette in im ganz deutschsprachigen Raum. Deutschland hatte ja keine Kolonien und waren deswegen überall in alle Museen, alle Universitäten, alle Königshöfe waren wild drauf, solche Sendungen aus tropischen Gebieten zu bekommen. Und eines kennen Sie natürlich sehr gut in Bamberg, das ist der Vogelsaal des Naturkundemuseums in Bamberg. Das war das einzige Museum, das nichts dafür zahlen musste. Seine Heimatstadt hat er seine Sendungen kostenlos überlassen. Die anderen mussten alle deutlich dafür was zahlen, womit er dann wieder neue Expeditionen ausrüstete. Ja, also der Direktor des damaligen Naturkundemuseums hat 1839 eine Inventur gemacht und hat dann gesagt, 22 Säugetiere, 30 Vögel, 29 Reptilien, Amphibien und 40 Fische sind von Schönlein sowie zahlreiche Insekten, Schnecken, Muscheln und Knochenpräparate. Also da in diesem wunderschönen Vogelsaal können Sie sicherlich einige Dinge sehen, die von ihm stammen. Das müssen wir mal genau aufarbeiten, welche Präparate tatsächlich über seinen Verteiler gelaufen sind. Afrika war immer ein Traum von ihm, sagte ich. Zu meinen Lieblingsplänen gehörte immer die Sendung einiger tüchtiger Männer in die portugiesischen Besitzungen auf der Ostküste Afrikas. Da gingen einige Expeditionen schief. Und dann hat er schließlich seinen eigenen Sohn geschickt. Und sein Sohn, Philipp Schönlein, war ausgezeichnet ausgebildet. Der hat in Göttingen studiert, bei Karl Friedrich Gauss, bei Friedrich Wöhler. Wöhler war der Begründer der Biochemie. Der hat die Harnstoffsynthese als erster durchgeführt. Und alle sagen, der hat sich wunderbar gemacht in ihren Labors. Und Alexander von Humboldt hat dann den Philipp Schönlein nochmal einem Abschiedsexamen unterzogen und schreibt, es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, welche Freude ich in den ernsten Gesprächen mit Ihrem vortrefflichen Sohn gehabt habe. Und dann ging er nach London und hat sich dort eingeschifft und ist mit einem anderen Kollegen Schönleins noch vor der Abreise zusammengetroffen, Thomas Hodgkin, nachdem die Lymphbodenerkrankung benannt ist. Der schreibt dann Schönlein, er hat kein gutes Gefühl. I can assure thee that I much sympathized with thee when thy son left England for unhealthy Africa. Und da ist er dann auch gelandet in Kap Palmas. Kap Palmas ist im heutigen Liberia, also an der Westküste, an der Nase Westafrikas. Und da war er auf einer Missionsstation auf diesem Kap und hat von dort, die roten Linien sind Expeditionen ins Landesinnere, wo er unternommen hat. Aber leider
wurde bereits nach 4 Monaten Aufenthalt krank. Er verstarb am Tropenfieber. Was es war, ob es Malaria war, ob es eine andere Infektion war, ist heute nicht mehr so ganz festzustellen. Und bereits nach 4 Monaten war die Expedition des vielversprechenden Sohnes beendet. Er wurde dann seine sterblichen Überreste zurückgeführt und liegt heute in der Familiengruft am Friedhof in Bamberg. Ja, Johann Lukas Schönlein als Hochschullehrer und Arzt. Es war seine Doktorarbeit 1816. Die war allerdings ungewöhnlich ausführlich. Und die war auch ungewöhnlich, weil sie in Deutsch war. Damals waren fast alle Doktorarbeiten in Latein, aber es war nicht verboten, auch in Deutsch zu schreiben. Und er hat in Deutsch geschrieben. Das ist die einzige Abbildungstafel aus diesem Werk. Und was er gemacht hat, ist, er hat verschiedene Entwicklungsstufen vom Gehirn und vom Rückenmark bei verschiedenen Tierspezies in der Embryonalentwicklung verglichen. Also wie sich das Gehirn und das zentrale Nervensystem entwickelt, von Vögeln über Schafe, über Rinder bis zum Menschen, und hat das sehr genau charakterisiert. Ursprünglich, der erste Satz ist hier: Das Licht vermählt sich dem Wasser und zeugt das mit ihm das Organische. Das ist noch naturreine Naturphilosophie. Da hat man noch an die Generatio Spontanea, an die Urzeugung geglaubt. Das hat aber sehr schnell verlassen, und im Rest, nach den ersten paar Sätzen in diesem Stil, wurde es dann sehr schnell konkret und wissenschaftlich und durchaus auch heute nachvollziehbar. Das war eben die Zeit der Medizin in diesen Jahren. Virchow hat so beschrieben, es war der Wendepunkt zwischen alter und neuer Medizin in Deutschland gekommen. Es sollte sich entscheiden, ob die Medizin durch die Beobachtung oder durch die Spekulation, ob sie naturwissenschaftlich oder philosophisch aufzubauen sei. Da hat sich Schönlein schnell entschieden, und zwar für die naturwissenschaftliche Richtung. Ja, also alles Philosophische hat er abgelehnt. Er wollte beobachten, er wollte messen, er wollte die Krankheiten und die Medizin wissenschaftlich begreifen, und hat dann in Deutschland Dinge eingeführt, die er nicht selber erfunden hat, die aus Frankreich oder aus Wien kamen, zum Beispiel das Abhören und das Abklopfen vom Patienten am Krankenbett. Ja, das ist das Modell des ersten Stethoskops. Das war einfach noch ein einfaches Holzrohr, weil man den Damen der Gesellschaft natürlich nicht das Ohr auf den Brustkorb legen konnte, aus hygienischen und auch aus Gründen des Taktgefühls. Und er hat gesagt, ihr müsst untersuchen, was ihr immer könnt, Körperflüssigkeiten, Urin, Ausscheidungen, chemisch und auch mit dem Mikroskop. Das hat er ja kennengelernt durch seine Doktorarbeit, damit konnte er umgehen. Das war eben das, was wirklich die größte Bedeutung Schönleins war, dass er eben von diesen theoretischen Konstrukten wie Säftelehre oder Erregungstheorie oder auch die Homöopathie war damals gerade aufgekommen, dass er alle diese theoretischen Modelle eigentlich abgelehnt hat und gesagt hat, ihr müsst ans Krankenbett, ihr müsst dem Patienten zuhören, ihr müsst ihn untersuchen und auch das, was er von sich gibt. Und was er auch eingeführt hat in seinem Juliusspital, ist die Statistik. Das war durchaus nicht üblich, aber er hat über 12 Jahre 13.000 Patienten erfasst. Ja, und Sie sehen hier, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, der Schuhmacher hier hatte eine Pleuritis und wurde geheilt. Der Seilerjunge aus Ochsenfurt hatte eine Lungenentzündung, eine Pneumonie und wurde geheilt. Die Dienstmagd aus Weigelshausen hatte ein Karzinoma uteri und Hämorrhoiden und ist gestorben. Und so geht es über Seiten und Seiten weiter. Und auch dieses Krankenjournal befindet sich in der Staatsbibliothek in Bamberg. Ja, das war das Juliusspital, wo er eben gelehrt hat. Und
mit seiner Art zu lernen hat er die Studenten angezogen, weil sie eben plötzlich was zum Anfassen, praktische Medizin bekommen haben und nicht irgendwelche philosophischen, theoretischen Konstrukte. Einer schreibt, hat er nicht Würzburg zum Wallfahrtsort für die deutschen Ärzte gemacht, wie es Rom für die Künstler ist. Keine Schriften hinterlässt Schönlein, aber sein Wort wird unsterblich bleiben. Oder ein anderer, Wilhelm Griesinger, das war der Begründer der wissenschaftlichen Psychiatrie später in Berlin, der sagte, er tat dies in kräftiger, farbenreicher Sprache, die auch die derberen, populären Ausdrücke des Süddeutschen nicht verschmähte. Alles schien er mir damals zu wissen, alles am Krankenbette zu können. Also er hat auch kein Blatt vor den Mund genommen und seine Meinung schon auch oft deutlich gesagt. Oder der berühmte Chirurg Theodor Billroth, auch ein Schüler von ihm, schrieb, wer sich Schönlein geistig nahe fühlte, der schwärmte und wurde begeistert für ihn und durch ihn für die Medizin. Ja, und wenn man den die Wirkung eines Hochschullehrers dran bemessen kann, wie viel seiner Schüler dann ihrerseits wieder Lehrstühle einnehmen, dann sehen Sie, diese Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Er hat an 20 deutschsprachigen Universitäten und sogar in Paris und in Petersburg hat er über 30 von seinen Studenten als wiederum als Dozenten und als Professoren untergebracht. Die berühmtesten sehen Sie hier, die sind berühmter als ihr Lehrer, weil er eben nichts publiziert hat und dann allmählich in Vergessenheit geraten ist. Zum Beispiel Ernst von Leiden, der berühmte Internist, Theodor Billroth, der Pionier der Chirurgie und von der Magenchirurgie, Hermann von Helmholtz, der eigentlich der ursprünglich Physiologe war, aber dann mehr in die Physik abgeglitten ist und in die reine Wissenschaft, aber von der Ausbildung her Mediziner war. Émile Dubois-Raymond, das ist der Begründer der Elektrophysiologie, ohne den es kein EKG und kein EEG gäbe. Der Augenarzt Albrecht von Graefe, der die Augenheilkunde als eigenes Teilgebiet eigentlich begründet hat und von der Chirurgie abgespalten hat. Und der allerberühmteste Rudolf Virchow, mit dem er sich durchaus gerieben hat. Die beiden waren zwar inhaltlich oft einer Meinung, aber waren so unterschiedlich, dass es da auch einige Auseinandersetzungen nachzulesen gibt. Ja, kommen wir zu seiner Erkrankung, die Purpura Schönlein-Henoch. So schaut es aus. Eigentlich eine Kinderkrankheit, kann es aber auch bei jungen Erwachsenen geben. Die Kinder haben Gelenkbeschwerden, haben Hauterscheinungen, die können auch Bauchschmerzen haben, die können auch eine Nierenbeteiligung haben. Aber das ist das, was man sieht, diese Hautblutungen. Und diese Krankheit hat er in seinen Vorlesungen behandelt. Er hat nichts darüber geschrieben. Geschrieben haben seine Studenten in den Vorlesungsskripten, die man auch kaufen konnte. Ja, hier sieben Gulden, das waren ja, so 150 Euro umgerechnet nach Kaufpreis. Wenn man noch 20 Euro draufgelegt hat, dann konnte man auch ein Einband dazu haben. Also die Studenten haben da ein Geschäft draus gemacht. Er selber hat es nie aufgeschrieben. Und dann hat ein Buchhändler in Würzburg, der Herr Ettlinger, daraus noch ein größeres Geschäft gemacht und hat das in Druck herausgebracht und hat in vier Bänden die allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie nach Schönleins Vorlesungen niedergeschrieben und herausgegeben von einem seiner Zuhörer. Schönlein hat nie das akzeptiert und ist da juristisch auch dagegen vorgegangen. Aber er konnte da wenig machen. Außerdem musste er dann Würzburg verlassen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und die große Naturhistorikerin Johanna Bleker aus Berlin sagte, Schönlein hatte damals tatsächlich die Bedeutung für die Klinik, die Johannes Müller für die Physiologie und vor allem Alexander von Humboldt für die Naturforschung dieser Zeit besaß. So wie Alexander von Humboldt tausende von Einzelbetrachtungen vom Chimborazo aus der Natur in Südamerika zusammengetragen hat und festgehalten hat, so hat Schönlein zu den Krankheiten tausende von Fakten aufgeschrieben und zusammengetragen, um daraus ein
ein Lehrbuch und Krankheitsbilder zu erstellen. Und in diesen anonymen Vorlesungsskripten findet man eine Aufteilung, die er sich abgeguckt hat von Carl von Linné aus dem Tier- und Pflanzenreich. Er hat nämlich die Krankheiten in Klassen eingeteilt und die Klassen in Familien, die Familien in Gattungen, die Gattungen in Arten. Und das ist, so hat er versucht, der Vielfalt an Krankheitsbildern auf die Spur zu kommen und eine Ordnung in das System zu kriegen. Ja, man unterschied drei Klassen: Morphen, da würde man sagen heute Bindegewebserkrankungen, Hämatosen, also Erkrankungen des Blut- und Gefäßsystems, und Neurosen des Nerven, des Marks, also Nervenerkrankungen. Und wenn man dann hier sucht, zum Beispiel im zweiten Band, findet man dann tatsächlich die Peliosis oder Purpura Rheumatica. Und hier diese Beschreibung dieser Erkrankung ist genau das, was wir im Bild gesehen haben. Er schreibt, es treten gleichzeitig rheumatische Erkrankungen auf, leise, periodisch stechende Schmerzen in den Gelenken. In der Mehrzahl der Fälle sind sie an den Extremitäten, und zwar vorzüglich an den unteren, selten oben. Und was er auch schon erkannt hat, ist hier nicht selten Ausscheidungen im Harne. Also die Nierenbeteiligung war ihm auch schon bekannt. Also wenn man das so liest, dann könnte auch ein Rheumatologe heute aufgrund dieser Beschreibung die Diagnose stellen. Und dieses Krankheitsbild gibt es eben auch noch in den aktuellen Klassifikationen, auch in den modernsten. Warum heißt Purpura Schönlein Henoch? Weil der Herr Henoch, ein Kinderarzt und auch Schüler Schönleins in Berlin, das Ganze dann schon nach dem Tode von Schönlein aufgeschrieben hat und tatsächlich hier dann die erste Publikation darüber veröffentlicht hat. Ja, er schreibt, beschreibt also weitere Kinder, und er beschreibt, dass auch eine Magen-Darm-Beteiligung stattfindet, und deswegen nennen wir das Krankheitsbild heutzutage Purpura Schönlein Henoch. Aber noch wichtiger, glaube ich, aus medizinhistorischer Sicht, ist diese kleine Publikation, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Da ging es um eine Hautkrankheit, die Tinea favosa oder das Erbgrind oder Kopfgrind, was heutzutage selten geworden ist, gibt es kaum noch in entwickelten Ländern. Das ist eine Pilzerkrankung, die sehr heftige Hautkrusten machen kann. Und von so einer Kruste hat er dann eben was abgeschabt und hat das hier gezeichnet. Und was man hier sieht, ist nichts anderes als ein Knäuel aus Pilzfäden. Und wenn man dann auf die Jahreszahl schaut, 1839, dann war das 30 Jahre vor Robert Koch, dann war das 30 Jahre vor Louis Pasteur, hat er praktisch als erster eine Erkrankung beschrieben, die durch ein belebtes, mikroskopisch nachweisbares Agens ausgelöst wurde. Ja, das gibt es auch heute noch, diesen Fadenpilz. Trichophyton schönleini heißt er heutzutage. Und wenn Sie so wollen, das war mit einer der ersten Beschreibungen einer Infektion. Und das war natürlich die Grundlage für das, was danach kam. Die Mikroskope sind immer besser geworden. In dem Jahr hätte man Bakterien noch gar nicht sehen können unter dem Mikroskop. Aber 30 Jahre später konnte man dann eben nicht nur die großen Pilzfäden sehen, sondern dann auch Erkrankungen, die auf kleinere Erreger wie Bakterien eben zurückzuführen waren. Und das war dann die Grundlage für alles, was dann die Berliner Schule, Virchow, Koch, Behring, Ehrlich, dann daraus gemacht haben. Als Arzt war er auch tätig, und zwar kann man ihn durchaus als Modearzt heutzutage bezeichnen. Er hatte nämlich durchaus hochgestellte Patienten. Louis Bonaparte, Königin von Holland, die russische Zarin und eine ganze Reihe anderer Fürsten und Prinzen und Herzoge und Gräfinnen. Einer wollte ihn engagieren, und zwar Leopold I. von Belgien hat ihn nach Brüssel gerufen, als die Geburt seines Kronprinzen Leopold II. Anstand, weil der erste Kronprinz schon
verstorben war und die erste Frau im Kindbett Fieber verstorben war. Und deswegen musste der beste Mediziner Europas her nach Brüssel. Und Schönlein ist dem auch gefolgt und hat die Entbindung erfolgreich geleitet. Aber die Berufung zum Leibarzt, die ihm dann angeboten wurde, die hat er abgelehnt und ging wieder zurück in die Schweiz. Einer seiner Schüler hat es schön kommentiert. Er hat geschrieben, Schönlein wird nimmermehr in Brüssel bleiben, denn er ist wohl der Mann, der sich einen Leibkönig halten kann, aber nie der Leibarzt eines Königs werden kann. Hat schön formuliert, aber nicht ganz gestimmt, weil das Schicksal wollte es anders. 1839 wurde er dann durch Friedrich Wilhelm III., den preußischen König, diese Urkunde, das Original liegt auch bei uns vor, nach Berlin berufen an die Charité. Friedrich Wilhelm III. Starb dann relativ schnell, kurz darauf, und sein Sohn Friedrich Wilhelm IV. Folgte ihm auf den Thron und der hat dann 2 Jahre später Schönlein auch zum königlich-preußischen Leibarzt berufen. Das war Friedrich Wilhelm gar nicht, das war dem Schönlein gar nicht so recht, weil er eigentlich kein Monarchist war. Er sah sich als Liberaler und als Republikaner und das hat er durchaus auch dem König mitgeteilt. Er hat gesagt, Majestät, ich fühle mich meinem Gewissen bedrängt, Ihnen mitzuteilen, dass ich im Prinzip Republikaner bin. Darauf sagte der König, nicht verlegen, das ist mir sehr angenehm, lieber Schönlein, jetzt wird mein Humboldt nicht mehr der Einzige am Hofe sein. Also das hat ihm nichts genutzt, er wurde dann doch zum Leibarzt ernannt. Aber er hatte noch weitere prominente Patienten, zum Beispiel in der Züricher Zeit, da verkehrte er in Exilantenkreisen und in politisch progressiven Kreisen, zum Beispiel auch mit Georg Büchner. Und da war eine Typhus-Epidemie in Zürich, an der Büchner dann verstarb. Und in dem Tagebuch seiner Mitbewohnerin ist geschrieben, Schönlein wunderte sich, ihn noch am Morgen lebend zu finden. Er kam 2-mal täglich und nahm den größten Anteil und begleitete den großen Dramatiker bis ans Sterbebett. In Berlin war er eng befreundet mit Alexander von Humboldt. Der schrieb, Sie wissen, dass der Zauber Ihres Anblicks mich immer gleich heilt. Und auch die Gebrüder Grimm waren Freunde und Patienten von ihm. Wilhelm Grimm schreibt, nehmen Sie bitte ein paar Worte des herzlichsten Dankes an. Nicht bloß für all das Gute, was Sie mir und meiner Familie erzeigt haben, auch für die teilnehmende und freundschaftliche Weise, mit der Sie es getan haben. Ja, und Schönlein hat auch dann nicht schlecht verdient. Ja, das war sein erstes Haus in Zürich. Und das war seine Villa in Berlin-Tiergarten. Und er schreibt selbst, täglich durch Fremde aller Nationen und hohe Reisende fürstlichen Ranges in meinen Sprechstunden oder im Hotel konsultiert, ruft es stets das Erstaunen meiner Frau hervor, wenn ich vor ihren Augen den Goldinhalt meiner Taschen nach meiner Heimkehr entleere. Also es ging ihm und der Familie durchaus gut. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum seiner politischen Bedeutung und der Zeit. Das Hambacher Fest ist Ihnen allen geläufig, 1832, da war er nicht selber, aber viele seiner Studenten waren dort und die hat er auch unterstützt und daraus auch kein Hehl gemacht, was dazu führte, dass ihn König Ludwig I. dann degradierte zum Kreismedizinalrat, also jemand, der dann die Impftabellen und die Viehseuchen katalogisieren muss. Und das Schlimmste war daran, die Versetzung war nach Passau, was natürlich für einen Franken die Höchststrafe in dem Fall darstellte. Da ging er dann auch nicht hin, sondern ging nach Zürich. Aber bevor er nach Zürich ging, war er zufällig in Frankfurt, als in Frankfurt der Wachensturm ausbrach, nämlich die Erstürmung der Hauptwache und der Konstablerwache durch Studenten und Aufständische. Da waren auch Studenten von ihm dabei. Und auch da musste er dann sehr schnell abreisen, weil er selber in Verdacht geraten ist. Und manche seiner Studenten sind dann tatsächlich auf einer Fahndungsliste gelandet. Hier zum Beispiel Friedrich Gambert aus Regensburg, Student zu Würzburg. Teilnahme an der Frankfurter Meuterei und wir sehen auch, der war Nase mittel, etwas breit, Gesichtsfarbe gesund, Statur dick.
Also der war zur Fahndung ausgeschrieben und wo ging er hin? Er folgte seinem Lehrer nach Zürich. Denn dort gibt es einen Brief vom Kirchenrat Gampert aus Regensburg, das war der Vater des Aufständischen, der hat geschrieben, das Kreis- und Stadtgericht des Untermainkreises bezichtigt meinen Sohn der tätigen Teilnahme an den blutigen Meutereien, die sich ein kleiner Haufe unbesonnener, überspannter Jünglinge am 3. April diesen Jahres in Frankfurt am Main erlaubte. Kann er der tätigen Teilnahme daran Verdächtigte auf der Universität Zürich bleiben, ohne den ihn aufsuchenden deutschen Gerichten ausgeliefert zu werden? Er konnte, er hat dort auch dann sein Studium abgeschlossen und promoviert und ist dann in der Schweiz geblieben. Und er war nicht der Einzige. Es waren noch bestimmt 20 weitere in Deutschland verfolgte Studenten, die Asyl dann an der Schönleinschen Klinik in Zürich fanden. Aber auch in Zürich wurde dann trübte das liberale Klima ein und die Konservativen wurden stärker. Die Epidemie der religiösen Wirren, schreibt Schönlein, hat nun auch das Schweizer Athen, wie der Züricher so bescheiden seine Stadt zu nennen beliebt, ergriffen und auch hier die kaum noch so freundlichen Verhältnisse auf eine höchst unangenehme Weise verändert. Es kam zum Landsturm, wo die Bauern und konservativ-protestantischen Landbevölkerung die Stadt stürmten und das gewählte Parlament, das liberale Parlament, stürzten. Und das wurde dann später als Zürich-Putsch bekannt. Und der Zürich-Putsch war eigentlich der erste Putsch der Geschichte, weil der Name Putsch stammt aus dem Alemannischen. Das war der erste Putsch, der diese Bezeichnung verdient hat. Aufstände gab es natürlich schon früher, aber seitdem heißt ein Aufstand gegen eine rechtmäßig gewählte Regierung mit Militärgewalt wird als Putsch bezeichnet. Und dann ging er nach Berlin und hat gedacht, jetzt ist endlich Ruhe eingekehrt, jetzt ist er Leibarzt des Königs und prompt 8 Jahre später ging es in Berlin los, die Märzrevolution, die Barrikadenkämpfe. Und einer seiner Schüler, Virchow, der war tatsächlich auf den Barrikaden. Schönlein selber hat zwar sympathisiert mit den Aufständischen, aber musste natürlich sich der Staatsräson als Leibarzt des Königs beugen und musste da den Mund halten. Aber eine Begegnung schildert Virchow, wie er mit Schönlein einstmals im Jahre 1848, als ich in einem Falle, wo er eine hämorrhagische Apoplexie, also das ist eine Szene im Obduktionssaal, also in der Pathologie, da war ein Patient verstorben am Schlaganfall und Schönlein hatte eine hämorrhagische Apoplexie, also eine Hirnblutung erwartet. Und stattdessen fand sich eine Embolie der Hirnarterien, also Verstopfung der Hirnarterien. Und dann rief Schönlein aus zu Virchow: Sie sehen aber auch überall Barrikaden. Also er konnte da durchaus auch mit dem Fakt umgehen, dass sein Schüler da auf die Barrikaden ging. Er selber hat, auch da gibt es Berichte darüber, während dieser Unruhen einen preußischen Prinz Friedrich in seiner Villa Zuflucht gewährt und dann in seiner eigenen Kutsche aus Berlin rausgeschmuggelt. Also er war loyal da dem Königshaus gegenüber. Ja, ein Lebensabend in Bamberg. Das Haus steht noch, der Gartenpavillon auch. Hier widmete er sich dann seinem Garten hauptsächlich und gewann öfter bei der Bamberger Früchteausstellung einen Preis für seine Bemühungen im Garten. Wichtig für die Museen und Sammlungen in Bamberg und vor allem eben für die Bamberger Staatsbibliothek ist die Tatsache, dass er ein großer Sammler von dem Herrn war und alle seine Sammlungen dann vermacht hat, die anatomischen Präparate an die Universität in Zürich, die Versteinerungen ans Naturkundemuseum in Berlin, die Tier- und Pflanzenpräparate habe ich Ihnen gezeigt, an viele Naturkundemuseen, aber ein großer Teil eben auch nach Bamberg. Seine Münzsammlung von Ärzten und Naturforschern ging an den Historischen Verein in Bamberg und die größte und wertvollste seiner Sammlungen waren seine Bücher und Drucke, die an die Staatsbibliothek in Bamberg gingen. 75% Medizin, über 10.000 Bände, 10% Naturwissenschaften, 10% Geografie und Geschichte.
mit Ausnahme seiner Seuchenbibliothek, das war eines seiner Hauptforschungsgebiete, waren die ansteckenden Erkrankungen und die großen Seuchen, die hat er seiner alten Universität vermacht und die befindet sich heute in der Universitätsbibliothek in Würzburg. Ja, damit bin ich weitgehend am Ende. So ein großer Mann starb auch zweimal. Das erste Mal 1835, da war schon eine Zeitungsente unter der makabren Überschrift Verschiedenes im Bamberger Tagblatt. Herr Professor Schönlein ist am Schlagflusse gestorben. Das hat natürlich nicht gestimmt. Er lebte danach noch 30 Jahre weiter. Da wollte ihm jemand was auswischen. Aber als er dann tatsächlich verstarb im Jahr 1864, da war Rudolf Virchow sein berühmtester Schüler, der eine sehr ausführliche Gedächtnisrede hielt und sehr viele Fakten zusammengetragen hat. Und er schreibt in der langen Reihe ruhmvoller Namen, welche die Annalen dieser Hochschule während der ersten 50 Jahre ihres Bestehens zieren, ist das seinige einer der ruhmvollsten. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.